Hallo ihr Lieben, ich wünsche euch eine wundervolle Vorweihnachtszeit und heute gibt es ein etwas anderes Video von mir. Dafür definitiv ein Video, das mir extrem am Herzen liegt. Denn vor genau einem Jahr habe ich in Spanien Timber gefunden und zusammen mit euch konnte ich dem Kleinen ein neues Leben anbieten. Damals war es eine super schwierige Zeit für mich, denn ich hatte ein Kätzchen, das kurz vorm Sterben war und konnte es nicht abgeben, weil die spanischen Tierheime einfach nicht die besten sind und oftmals ziemlich dubios geführt werden. Die meisten sind ohnehin überfüllt und kommen vorne und hinten mit dem Geld nicht klar. Und dann wurde mir unter dem Tisch auch von der ein oder anderen Person, die da ein wenig Ahnung hat, wie Tierschützer, Tierärzte oder ähnliches, abgeraten, eine Katze in Spanien in ein Tierheim zu geben. Denn Katzen, die nun mal nach längerer Zeit nicht vermittelt werden, kosten einfach nur Geld in Form von Tierärzten oder Futter. Und das Geld haben solche Tierheime nun mal nicht. Weshalb Katzen in Spanien leider immer noch häufig getötet werden. Mittlerweile wohnt Timber seit einem Jahr bei mir. Ihm geht es super, alle seine Verletzungen und Wunden wurden geheilt. Er hat die beste medizinische Versorgung und lebt sein tollstes Katzenleben. Und vielleicht stimmt es mich gerade deswegen aktuell super sentimental und vielleicht auch, weil wir gerade kurz vor Weihnachten sind und ich mich immer wieder an all die Tiere erinnere, die in Tierheimen sind und nicht so ein Glück haben. Ja, in deutschen Tierheimen geht es den Tieren deutlich besser, aber auch hier fehlt es vorne und hinten am Geld. Und deswegen freue ich mich so sehr, euch diese Aktion vorstellen zu können. Denn ihr könnt Weihnachtsmann spielen und die Wünsche eines Tierheimtieres erfüllen. Und das Beste, ihr sucht euch das Tier aus, ihr kauft die Geschenke und diese Weihnachtsgeschenke kommen auch definitiv genau bei dem Tier an, das ihr euch ausgesucht habt. Ich spreche hier von der Fressnapf-Wunschbaum-Aktion und die gilt deutschlandweit. Wenn ihr jetzt also zu eurem lokalen Fressnapf marschiert, dann werdet ihr irgendwo im Eingangsbereich einen Tannenbaum entdecken, der wundervoll geschmückt ist, aber nicht mit Weihnachtskugeln oder ähnlichem, sondern mit Wunschzetteln. Ihr findet dort also ein Foto von dem Tier, den Namen von dem Tier und das, was sich das Tier wünscht. Das können Snacks sein, Spielsachen, Futter oder eben ein Gutschein, um das Nötigste für die Erstausstattung zu besorgen. Damit entlastet ihr die lokalen Tierheime nicht nur enorm, sondern sorgt auch dafür, dass dieses besondere Tier ein wundervolles Weihnachtsfest hat. Ihr könnt hier also ganz persönlich entscheiden, welches Tier ihr beschenken wollt. Da könnt ihr entweder die Entscheidung treffen, welches Tier das niedlichste Foto hat oder nach eurem Budget gehen. Denn ja, auch die Wünsche sind natürlich unterschiedlich. Und ihr könnt ja auch entscheiden, was genau ihr kauft und wie viel. Ihr findet dort übrigens nicht nur Katzenwunschzettel, sondern auch von Hunden, von Vögeln und tatsächlich auch von allgemeinen Tierheim- und Tierschutzorganisationen. Zusammen mit meiner Instagram Amelie Rose Community haben wir uns dann für eine Katze entschieden, die tatsächlich ziemlich ähnlich wie mein kleiner Timber aussah. Und die Katze hat sich Spielsachen und eine Transportbox gewünscht. Das Schöne, ihr habt hier wirklich freie Hand. Ich könnte in dem Fall zum Beispiel nur eine Spielangel kaufen und eine Transportbox. Auch bei der Transportbox kann ich mich frei entscheiden, für welche ich mich entscheide. Welche Größe, welche Preisspanne und ähnlichem. Vielleicht bekommt diese Tierheimkatze auch ein neues Zuhause und wird mit der Transportbox in das neue Zuhause gebracht. Und ich bin generell ein riesengroßer Fan von Sachspenden. Und wenn die Katze Spielsachen möchte, dann bei aller Liebe. Die Katze bekommt all die Spielsachen, die es nur gibt. Dieser kleine Timber-Lookalike wird wahrscheinlich genug Spielsachen bis ans Ende seiner Tage haben. Und da ich, wie gesagt, nicht wusste, was für ein Spieltyp wir haben, also ob wir auf Bällchen stehen oder auf Spielangeln, habe ich einfach von allem das Beste gekauft. Und das Schöne bei Fressnapf, habt ihr ein riesengroßes Sortiment. Wenn ihr an der Aktion teilnehmen wollt, dann könnt ihr das noch bis Heiligabend tun, also bis zum 24.12. Fressnapf sorgt dann natürlich auch dafür, dass euer Geschenk genau bei dem Tier ankommt, das ihr auch wirklich beschenkt. Denn hier kommt noch eine weitere wundervolle Sache und ich muss mich zusammenreißen, dass ich nicht schon wieder weine. Auf der Rückseite vom Wunschzettel könnt ihr natürlich auch eine kleine Nachricht verfassen. Diesen Zettel gebt ihr dann natürlich an der Kasse ab und der wird an die Tüte gepinnt, dass auch wirklich genau das richtige Tier damit beschenkt wird. Und ich konnte es mir natürlich nicht nehmen und habe lieb die Fressnapf-Mitarbeiter gefragt, ob man vielleicht das ein oder andere Leckerchen auch dazu tun könnte. Die standen ja nicht explizit auf dem Wunschzettel. Und ja, wenn ihr der Meinung seid, dass euer Tierheimtier sich auch noch über tolle Snacks freuen würde, dann dürft ihr das natürlich auch kaufen, auch in die Tüte packen und auch das wird dann gespendet. Denn seien wir mal ehrlich, was wäre Weihnachten ohne tolle Leckereien? Ich finde die Aktion einfach nur wundervoll und ich hoffe, dass ich meine Reichweite dafür nutzen kann und vielleicht den ein oder anderen aus meiner Community inspiriert habe, vielleicht auch loszuziehen und den ein oder anderen Tierheimwunsch zu erfüllen.
Und sollte es daran scheitern, dass ihr bis Heiligabend nicht zu einem Fressnapf kommt oder eben keiner bei euch in der Nähe ist, keine Sorge, dieses Jahr gibt es auch das erste Mal die Wunschbaum-Aktion online. Den Link findet ihr dazu in der Infobox unter dem Video. Dort könnt ihr draufklicken und online die Organisation aussuchen, die ihr unterstützen möchtet. Die Vorstellung, wie viele Tiere dadurch ein wunderschönes Weihnachtsfest haben und vielleicht genug Spielsachen, um auch danach eine tolle Zeit zu haben, das finde ich einfach nur wundervoll. Als Community haben wir zusammen übrigens dem Timber Lookalike ein Weihnachtsgeschenk von über 104 Euro besorgt. Ich bin super froh, dass ich von dieser Aktion Wind bekommen habe, denn ich muss zugeben, letztes Jahr war ich in Spanien und ich habe das irgendwie noch nie mitbekommen. Und deswegen freue ich mich umso mehr, auch euch diese Aktion vorzustellen. Und wenn ich euch hier schon habe, dann kann ich euch auch direkt diese Aktion hier vorstellen. Das sind nämlich wundervolle Anhänger, die ihr direkt an der Kasse bekommt, denn auch das hier ist eine wirklich kleine Spende. Also nochmal eine Möglichkeit, wenn ihr für eure Katzen etwas shoppt, auch für andere Katzen etwas Gutes zu tun. Diesen Anhänger bekommt ihr übrigens in Silber oder eben in so einem Rosé Gold. Er kostet 2,50 Euro und davon werden 1,70 Euro an Tierschutzaktionen gespendet. Online könnt ihr nachlesen, welche Organisationen damit unterstützt werden und auch dazu packe ich euch den Link in der Infobox. In dem Sinne wünsche ich euch wundervolle Weihnachten. Wir werden uns bis dahin bestimmt hier noch ganz oft hören. Ich wünsche euch, euren Liebsten und euren Tieren gesunde Tage, ein wundervolles Weihnachtsfest und falls ihr die Möglichkeit habt, schaut euch doch die Wunschbaumaktion an. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Tschüss!